Was sind aus Ihrer Sicht die entscheidenden Faktoren, weshalb die Region sich zu dem Offshore-Windenergiestandort Deutschlands entwickelt hat? Das ist das Mosaik aus vielen verschiedenen Bausteinen, welches dafür gesorgt hat, dass Bremerhaven und die Region zum Offshore-Kompetenzzentrum geworden ist. Zuallererst natürlich die Lage am Wasser, das ist die Grundvoraussetzung für erfolgreiche Offshore-Aktivitäten. Dann die Möglichkeit für die Unternehmen, hier Teststandorte zu nutzen, also Prototypenanlagen aufzubauen und zu testen. Dann die Möglichkeit über wissenschaftliche Einrichtungen Personal zu akquirieren, also nach der Ausbildung in wissenschaftlichen Einrichtungen im Bereich der Windenergie das Personal in die Unternehmen zu transferieren, aber auch das Know-how aus den wissenschaftlichen Einrichtungen, die Ansiedlung von Fraunhofer mit dem Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger Schritt. Dazu kommt dann noch die logistische Kompetenz, kommen die Hafeninfrastrukturen, kommen die Gewerbeflächen, die erschlossen worden sind für die Windbranche. Und all das wäre nicht möglich gewesen ohne einen, ja, parteienübergreifenden großen Konsens, dass die Offshore-Windenergie eine ganz wichtige Energieform der Zukunft ist und dass wir hier am Standort seit 2000 die entsprechenden Weichen gestellt haben. Wo sehen Sie die Region in den nächsten 10 Jahren? Ich gehe einfach davon aus, dass wir 2020 hier verschiedene Hersteller von Windenergieanlagen und Komponenten am Standort haben, die dann in Serie, in auch größerer Stückzahl als heute logischerweise, die Komponenten und die Windenergieanlagen fertigen und montieren, von hier aus und von der Region aus dann zur Installation in die Nordsee, aber auch für den Export verschiffen, vorinstallieren. Und ich gehe davon aus, dass die Offshore-Windbranche in 10 Jahren eine weitere ganz wichtige Säule der hiesigen Wirtschaftsstruktur geworden sein wird. Darüber hinaus sehen wir jetzt, und das unterstützen wir auch intensiv, dass wir nicht mehr in einzelnen Standorten denken, sondern dass wir hier die Region entlang der Unterweser von Bremen über Bremerhaven bis nach Cuxhaven, also entlang der A27 oder der Unterweser, gemeinsam entwickeln, gemeinsam vermarkten und die gesamte Kompetenz der Region nach außen darstellen, um im Wettbewerb, der europäisch stattfindet, hier gehört zu werden und deutlich zu machen, dass wir hier eine Perlenkette von Kompetenzen und von Unternehmen und von wissenschaftlichen Einrichtungen haben, die in Summe die Qualität des gesamten Standortes ausmachen. Wie sieht die konkrete Zusammenarbeit aus mit den anderen Hafenstädten und anderen wirklich Kompetenzträgern hier in der Region? Wir erleben aktuell eine so intensive Nachfrage nach Gewerbeflächen und eine so intensive Nachfrage nach Hafen- und Logistikeinrichtungen, dass wir uns mit den anderen Gebietskörperschaften, den anderen Standorten hier in der Unterweserregion abstimmen. Wir treten gemeinsam auf, vermarkten den Standort hier gemeinsam und unser Ziel ist es, dass von dem großen Kuchen, der europaweit verteilt wird, ein großes Stück hier in der Region bleibt. Wir sind, wenn wir unsere Kompetenzen aufaddieren, in Summe stärker im europäischen Wettbewerb, als wenn wir jeder alleine unterwegs sind. Was glauben Sie, müssen wir jetzt tun, um auf diesem internationalen Markt wettbewerbsfähig zu sein? Wir müssen weiter unsere Infrastrukturen ausbauen. Wir brauchen ganz dringend passende Hafenfazilitäten. Ein Containerhafen, ein Automobilhafen kann nicht ohne weiteres umgenutzt werden zu einem Schwerlast-Windenergie-Montagestandort und Verschiffungsort. Das sind spezifische Hafeninfrastrukturen und die müssen geschaffen werden. Es ist falsch zu glauben, dass wir genügend Seehäfen haben, die man mal eben für den Bereich der Schwerlastumschlags umfunktionieren kann. Das geht nicht, das wird nicht funktionieren. Wir brauchen diese passende Infrastruktur und das ist für uns das wichtigste Nadelöhr, welches wir aufweiten müssen. Wir brauchen Installationsschiffe, die sind im Bau. Also wir sind da endlich auf dem Weg, dass die entsprechenden Einheiten, die wir brauchen, auch hergestellt werden und gebaut werden. Und wir brauchen die Erkenntnis, dass wir ganz, ganz am Anfang eines langen Weges sind, dass wir nicht einfach einen Schalter umlegen und eine Energieform abschalten und eben einen zweiten Schalter umlegen und Offshore-Windkraft anschalten. Das wäre schön, wenn es so wäre, aber es dauert lange, bis dieser Schalter so umgelegt ist, dass wir die 25 Gigawatt, die geplant sind, in der Nordsee tatsächlich stehen haben. Und der Weg dahin ist noch weit, der wird auch teilweise steinig sein, wir werden auch Rückschritte erleben. Und da ist es nach unserer Einschätzung wichtig, dass man das weiß, dass man sich dessen bewusst ist, dass man weitergeht, auch wenn man mal stolpert, dass man wieder aufsteht und vor allen Dingen, dass man lieber die ersten Schritte langsamer geht, dafür aber sicher und nicht überstürzt die falschen Entscheidungen trifft. Wie geht es weiter mit dem Offshore-Terminal hier in Bremerhaven?
Wir werden Ende Juli 2011 die erste Ausschreibungsrunde beendet haben. Dann ist Abgabetermin. Dann wird in diesem Jahr der Planfeststellungsantrag gestellt werden. Wir gehen davon aus, dass Ende 2012 die Planfeststellung dann erteilt wird, dass wir im Jahre 2012 uns auch entscheiden werden über die Baukonzession, das heißt über den privaten Investor und privaten Betreiber dieses Terminals. Bremen wird parallel die Flächen des Terminals anbinden an die Autobahn, also die Hinterlandinfrastruktur herstellen. Und wir gehen davon aus, dass 2014 die ersten Offshore-Windkraftanlagen hier umgeschlagen werden können. Wie sehen Sie die Bedeutung der Teilnahme des Windpower-Clusters am diesjährigen Spitzenclusterwettbewerb des BMBF? Es gibt viele gute Gründe, warum sich die Region und warum sich German Wind um das Spitzencluster bewirbt. Und nach meiner Einschätzung wird es auch viele gute Gründe geben, warum die Region den Zuschlag bekommen wird. Wir stehen am Anfang einer technologischen Entwicklung. Wenn man den Bereich der Offshore-Windenergie vergleicht mit der Automobilwirtschaft, dann sind wir vielleicht da, wo Henry Ford mit seinem Ford Model T gewesen ist. Also es ist noch unheimlich viel zu tun, um die Anlagen leichter zu machen, zuverlässiger zu machen, günstiger zu machen, um letztendlich auch die Kosten für die Gewinnung von Offshore-Strom zu senken, damit die Einspeisevergütung auch gesenkt werden kann. Das geht nur in Kooperation zwischen vielen wissenschaftlichen Einrichtungen und vielen Partnern entlang der langen Wertschöpfungskette. Und das kann man nur in einem Cluster. Und das kann man nur, wenn man ein Spitzencluster ist und wenn man eine Förderung erhält, beschleunigt das diesen Prozess. Und das ist wichtig. Okay, vielen Dank.